Hallo, 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 ihr brünftigen Seekühe. Und willkommen zurück bei Tales of Monkey Island. Hier am Paarungsplatz der Seekühe. Ja, wir haben in der letzten Folge erfahren, dass wir mit den Seekühen sprechen müssen, um der Riesenseekuh, unserer Riesenseekuh, mit der wir hergekommen sind, beim Flirten zu helfen. Aber dafür brauchen wir die sogenannte Zunge der Seekuh, mit der wir Seekuh sprechen können. Oh mein Gott, ist das bekloppt. Ah, ich liebe es. Und dafür müssen wir nochmal hier über die Planke laufen und nach unten. Okay. Habe ich hier irgendwas übersehen? Notiz für mich: Gehe niemals am heiligen Seekuh-Paarungsplatz angeln. Hatte ich nicht vor. Obwohl es eigentlich sehr gemütlich aussieht. Und ich mag Wasser. Wasser ist so schön abkühlend, gerade wenn es heiß ist. Also ich würde gern 10 Minuten die Luft anhalten können, um mir sowas anzuschauen. Was passiert eigentlich, wenn man jetzt hier länger als 10 Minuten ist? Ich frage mich, ob das Appetithäppchen waren oder Nachtisch. Okay, hab hier sonst irgendwas übersehen? Kann ich hier mit der großen, bösen Seekuh-Dame irgendwie reden? Unsere einzige Chance, an den Schwamm heranzukommen, ist unser Seekuh-Männchen, das wir dazu bringen müssen, dem Leviathan den Hof zu machen. Ach, er ist ja schon irgendwie putzig. Er hat ein bisschen sowas von... Kennt ihr diese Hunderassen, die hübsch hässlich sind? Es gibt ja Hunderassen, die sind jetzt nicht per Definition hübsch, aber niedlich, weil sie so hässlich sind. Also, ach... Die Verheirateten unter euch verstehen, was ich meine. Wie bitte, Seku? Was sagst du dazu, diese Höhle zu betreten, die mit den Kadavern deiner Artgenossen ringsherum... War das ein Ja? In Ordnung. Ich werde lernen, dich zu verstehen und deine Sprache zu sprechen. Und dann versuchen wir es noch einmal. Aha, ich finde ihn schon putzig. Ich will ihn direkt streicheln. Seekühe sind cool. Wie Robben. Nur halt ein bisschen markanter. Okay, ich fütter ihn mal. Hungrig, Kumpel? Und schon werden wir verdaut. All die Nahrungsaufnahme und Verdauung hat die Zunge der Seekuh in die Gallenansammlung geschleudert. Das ist ein langer Weg nach unten. Wie kommen wir da jetzt ran? Ich schaue mich immer um. Zapfhahn. Lustig. Ich würde das Zeug aber immer noch nicht trinken. Was liegt denn da am Boden? Ah, da ist wieder ein Saugwurm. Hab ich dich. Den brauchen wir bestimmt für irgendwas Wichtiges. Oder auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Was haben wir denn hier alles? Der ganze Schatz kann nicht gut sein für die Verdauung der Seekuh. Wir sollten ihn mitnehmen. Ist da wieder Murray drin? Ich glaube, es gab nur für einen dämonischen Schädel Platz. Okay. Dann holen wir doch mal die Seekuh-Zunge. Eine Ansammlung gelber Gallensäure. Da komme ich gerade nicht ran. Da muss erst der Pegel steigen. Also Bongos spielen. Ich habe seit meinen Tagen als Dichter der Beat Generation nicht mehr Bongos gespielt. Das sinkt viel zu schnell wieder ab. Da habe ich aber eine Idee. Springender Fisch, auf die Bongos!
Ja, da geht ihm doch die Galle hoch. Und wir kommen an die magische Seezunge. Seekuh-Zunge. Ich hab's! Die Zunge der Seekuh. Reiseausgabe. Schön. Und wie kommen wir jetzt wieder hier raus? Seekuh abführen mit... okay. Ein Klaps durch den Daumen. Ups. Ist doch schön, dass das nicht animiert wurde, wie wir durch den Darm, durch Nun, den Anus. Das war. Entschwinden. Möchte ich nicht darüber sprechen. Okay, dann reden wir mal der Seekuh. Das ist die Reiseausgabe. Ich werde wohl mit den darin enthaltenen Sätzen auskommen müssen. Das wird nichts. Ich fange am besten mit Höflichkeit an. Ich gehe nirgendwo hin, bevor ich nicht gelernt habe, seine Sprache zu verstehen. Okay. Wir können sie jetzt sprechen, aber noch nicht verstehen. Gut, dann muss ich wohl nochmal mit, Santino ist ja weg. Beziehungsweise war schon die ganze Zeit weg. Moose? Die Zunge der Seekuh ist ein Sekretsammler? Ja, ich kann nicht fassen, dass ich Jimbo zurückließ. Erzähl mir noch mehr. Ich hab dir schon alles gesagt, was ich weiß, Bruder. Ich kann nicht fassen, dass du ihn getötet hast. Tut mir leid um deinen Freund. Uncool, Bruder. Das war total uncool. Wie auch immer. Bis später. Kann er mir helfen, das zu verstehen? Was ist denn, Matrose? Wie war das nochmal mit dem Seekuh Tongus Maximus? Mit diesem Gerät können Sie Ihre Lieder singen. Morgan glaubt, der Leviathan braucht nur ein Männchen, das sich nicht unterkriegen lässt. Wohlan, Cyrano! Lernen Sie Ihren Gesang zu verstehen und finden Sie die Zunge der Seekuh. Dann muss ich wohl nur einen passenden Verehrer finden. In Ordnung, das reicht. Wie es Ihnen beliebt. Okay, ich muss also nach Flotsam. Dekavas Medaillon. Ein Voodoo-Schmuckstück oder eine in Folie gehüllte Nascherei mit Nougatfüllung? Schauen Sie es sich ruhig an, aber nehmen Sie es nicht. Viereckiges Bild. Da packen wir mal Guybrush rein. Und dann machen wir das hier. Bin ich in dieser spindeldürren Hülle? Threepwood kann es nicht sein. Vielleicht bin ich in den schwächlichen Körper eines Seemanns gesprungen, der dem Hungertod sehr nahe ist. Oder die torpide Leiche eines unterernährten Matrosen. Ich muss gerade mal an den Soundeinstellungen rumspielen. Irgendwie ist das alles gerade... die Soundeffekte ein bisschen leiser. So ist okay. Okay, nochmal anschauen. Wieder zurück? Ich wäre entrüstet, wenn diese ausgemerkte Seele mir nicht leid täte. Ich muss das irgendwie umdrehen. Rundes Bild. Ah, Schraubenschlüssel. Jetzt zeigt der Pfeil in die andere Richtung. Das sollte interessant werden. Oder voller Gefahr. Wow! Dieser Voodoo-Thron ist ja stinkvornehm.
Hoher Sitzkomfort. Körpergerecht. Jetzt ist mir klar, warum sie nie aufsteht, wenn ich zu ihr komme. Jetzt aber hoppla. Ah. Sie kann nicht aufstehen? Aber ich muss doch mit dem Marquis de Cinch reden. Hm. Okay, was haben wir hier? Voodoo-Matte. Frakturkarte. Da ist ein Bild eines bruchstückhaften Wissenschaftlers drauf. Ich sollte diese Karten wohl besser auf die Matte vor mir legen. Fluchreisekarte. Das Bild eines unglaublich attraktiven Abenteurers, der auf dem Weg irgendwohin ist. Ich sollte diese Karten wohl besser auf die Matte vor mir legen. Darauf ist eine Frau zu sehen, die einen Fluch beschwört. Akteur, Aktion, Ziel, Anleitung. Okay, was gibt's hier noch? Kristallkugel. Der legendäre Briefbeschwerer von Yemala. Er kann Papier festhalten wie kein anderer. Eine Auswahl an Voodoo-Bänden. Allerdings nichts über die Sprache der Seekühe. Papageienstange. Dort traf ich meinen alten Pyrit-Kumpel zum ersten Mal. Es ist cool, hinter dem riesigen Schädel zu sitzen, als wäre ich der Mann. Ich meine die Frau. Ich meine der Mann, der im Körper einer Frau gefangen ist. Du weißt, was ich meine. Alle Zutaten, die man für einen großen, ungesunden Voodoo-Salat braucht. Anleitung. Bedienungsanleitung. Ich hielt die Voodoo-Lady eigentlich nicht für vergesslich. Mal sehen. Für glühend heiße Voodoo-Action fülle die Steckplätze mit Tarotkarten. Steckplatz 1, derjenige, der handelt. Steckplatz 2, die vorgenommene Handlung. Steckplatz 3, derjenige, der die Handlung erhält. Okay, probieren wir es mal aus. Ein Platz für eine Tarotkarte. Und los. Verhexe auf der Stelle. Wie das wohl funktioniert? Oh! Was für ein schrecklicher Hosenzieher. Ich frage mich, woher das wohl wiederkam. Oh, am Kaffee verschluckt. Okay, dann so rum. Wow, das war wie eine gewaltige, schnelle Fettabsaugung. Nicht, dass ich so etwas jemals gemacht hätte. Okay, das war's also auch nicht. So. Nee. Ich mag Oter. Sie sind so putzig, können aber auch extrem bösartig werden. Sie sind im Meer die Wölfe in Schafspelz. Vielleicht sollte ich mich an die gentechnische Entwicklung von Kampfotern wagen. Der legendäre Briefbeschwerer von Yemala. Er kann Papier festhalten wie kein anderer.
Was für ein schrecklicher Hosenzieher. Ich frage mich, woher das wohl wiederkam. Verflucht seien Sie, Guybrush Threepwood! Das war gar nicht so schlecht. Nochmal? Verflucht seien Sie, Guybrush Threepwood! Das war gar nicht so schlecht. Was habe ich im Inventar? Hühnerfußrückenkratzer, abgetrennter Finger. Sieht vertraut aus, aber selbst der Finger im Wind hilft da nicht. Cocktailserviette. Das ist eine Cocktailserviette mit den Worten Juju Mama und Sesame. Aha, rätselhaft. Ich hoffe, es ist das, was ich denke und nicht das, was ich hoffe, dass es das nicht ist. Kann ich damit irgendwo ran? Nö. Nee. Komm herein! Tritt ein in meine mystische Voodoo-Höhle. Bonjour, Mademoiselle. Ich bin hierher gereist von... Pardonnez-moi, ich kann mich nicht mehr erinnern. Pause vom Spiel mit meiner abgetrennten Hand machen? Ist dir plötzlich die Erkenntnis gekommen, dass Wissenschaft nur eine Modeerscheinung ist? Hast du meinen Moschusduft vermisst? Hast du meinen Moschusduft vermisst? Quoi? No. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Sie klingen, wie sagt man bei Ihnen, ein wenig bizarr. Ich fühle mich hübsch. Ich fühle mich großartig, rank und schlank. Es ging mir noch nie besser. Zugegeben, neulich habe ich etwas Gallenflüssigkeit verschluckt. Ich fühle mich großartig, rank und schlank. Es ging mir noch nie besser. Das ist aber lecker. Ich gehe dann. Warte, da du schon mal da bist, möchte ich dich etwas fragen. Wie stehen die Chancen für einen Kerl wie dich mit einem Mädchen wie mir? Hast du Geheimnisse, die du teilen möchtest? Wie ich sehe, sprichst du die Sprache der Riesenseekühe. Wie stehen die Chancen für einen Kerl wie dich mit einem Mädchen wie mir? Gleich null. Ich werde niemals meine Wissenschaft mit einem Haufen Dreck und einem Haufen Hühnerknochen kompromittieren. War's das? Hast du irgendwelche Geheimnisse, die du gern mit mir teilen würdest? Vielleicht das von Monkey Island? Meinen Sie etwa diesen bedeutungslosen Felsen inmitten von Lavafeldern? Nein. Aber wie ich hörte, ist die Tierwelt doch ziemlich unverschämt. War's das? Ich habe gehört, dass du die Sprache der Riesenseekühe sprichst. Und damit will ich nicht auf deinen albernen Akzent anspielen. Woher wissen Sie das? Ja, ich habe ein Buch, das Ihnen die Sprache dieser majestätischen Wesen lehren kann. Kann ich dieses Buch haben? Ich sehe keine Veranlassung, das Ihnen zu geben. Sie werden das ohnehin nur mit Ihrem Voodoo-Hokus-Pokus beschmutzen. Sie haben doch keinen Respekt für die Wissenschaft. Zwing mich nicht dazu, aufstehen zu müssen. Bring mir das Buch über die Seekuh-Sprache, sonst verhexe ich dich. Sind denn alle aus deinem Land so hilfsbereit? Ah, die Franzosen. Na schön, behalt doch dein blödes Buch, ist mir doch egal.
Sind denn alle aus deinem Land so hilfsbereit? Die Kinder meines Heimatlandes sind in der Tat die edelsten, die die Welt zu bieten hat. Nicht ohne Grund nennen wir unser Land die Walross-Mutter des Westens. Hör mal zu, du Stangenbrotliebhaber. Ich warne dich. Was wollen Sie? Sie können mir nichts anhaben. Maki, bring mir das Buch über die Sprache der Seekühe, sonst erteile ich dir eine Lektion in Sachen Voodoo anhand des funktionalen Endresultats eines Fluchs. Sie amüsieren mich. Da muss ich herzlich lachen. Es wird keinen Fluch geben, weil ich nicht daran glaube. Genug. Ich muss jetzt gehen. Du sollst aber nicht gehen, du sollst mir helfen, sollst du. Du darfst eintreten. Ich bin zurückgekehrt, aber ich weiß nicht warum. Du bist zurückgekehrt, weil du weißt, dass du etwas hast, das ich verlange. Mein Buch über die Seku-Sprache? Warum sollte ich ihnen ein so wertvolles Werk leihen? Ach, behalt dein Buch. Ich will es sowieso nicht haben. Das werde ich. Ah, Idiot. Nein. Ein Platz für eine Tarotkarte. Verfluchen wir ihn doch mal. Das ist der schrecklichste Hosenzieher, den ich je erlebt habe. Ach, du dicke Eier. Ich kann fast meine Unterhose riechen. Nein, das ist nicht möglich. Das hätte sie mir niemals angetan. Doch, doch. Vielleicht sollte ich ihr doch dieses blöde Sachbuch bringen. Nur für den Fall. Wer könnte das wohl sein? Es ist offen. Ich habe für Sie das Sprachsachbuch, die Sie gewünscht haben. Meine Gründe für diesen Schritt sind ohne Belang. Nehmen Sie's. Oh, für mich? Danke, Mark. Leg es hier auf den Tisch. Und jetzt zisch ab. Riesenseekuh in 12 einfachen Schritten. Lernen Sie die zauberhafte Sprache der Riesenseekühe in 12 einfachen Schritten. Zwölf einfache Schritte später. Wow, ich wusste nicht, dass Seekühe über ein so imposantes Vokabular verfügen. So. Dann. So. Okay. Und dann reden wir mal in der nächsten Folge mit der Seekuh und bringen ihr das Flirten bei. Yeah, baby. Bis dann.